Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem, endlich würde ich sagen, weiteren Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Die neuen Gebäude sind raus, der neue Patch ist raus, das neue DLC ist raus und endlich bauen wir den nächsten Park. Und was das für einer werden wird, das habt ihr bestimmt, indem ihr auf meinem Kanal unter dem Community-Tab fleißig gewotet habt. Ihr habt über 1400 Stimmen dagelassen, was mega krass ist. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und ihr hattet die Wahl zwischen Jurassic Park 1, 2 oder 3. Und ihr habt euch natürlich, macht auch am meisten Sinn meiner Meinung nach, für Jurassic Park 1 entschieden. Und zwar mit Abstand. Und genau diesen werden wir heute anfangen nachzubauen. Und ich werde auf jeden Fall häufig mit Screenshots aus dem Film an sich arbeiten, damit wir die einzelnen Szenen so detailreich und detailgetreu wie möglich nachbauen oder nachstellen können. Ich freue mich schon richtig darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ich würde sagen, wir wählen uns jetzt mal eine Karte aus und fangen an. Als Karte wählen wir natürlich eine von den beiden neuen, nämlich Isla Nublar 1993. Ist ja ganz klar die Entscheidung, weil ist halt die richtige Karte, die wir für unser Jurassic Park 1 Nachbauprojekt benötigen. Wählen hier natürlich als Ära Jurassic Park aus und kreativ. Und dann würde ich sagen, starten wir mal auf Isla Nublar. Und da sind wir schon mit dem Helikopter angekommen auf Isla Nublar von 1993. Und auf dieser Insel werden wir unseren Jurassic Park 1 so gut wie es geht versuchen nachzubauen. Die Insel ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und sehr, sehr groß. Also ich denke mal, das sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Also ihr seht schon, ja, die ist wirklich riesig. Und ich habe sie auch schon mal so ein bisschen untersucht, die Insel. Weil so ein bisschen an einigen Stellen erinnert sie mich schon sehr an den Film. Zum Beispiel hier vorne. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn hier diese Szene ist, wo die oben mal den Jeep stehen und hier unten die Brachiosaurier und Paras und sowas sind. Die kennt ihr sicherlich, die Szene. Aber das ist nicht ganz detailgetreu. Also das müssen wir auf jeden Fall hier alles so ein bisschen anpassen. Aber vielleicht kann man das ja schon mal so als kleinen Grundriss nehmen. Aber wo wir das Ganze gleich anfangen lassen. Das Ganze startet ja auf dem Helipad. Das kennt ihr sicherlich auch. Werde ich euch auch alles gleich noch zeigen, falls ihr es gerade nicht mehr vor Augen habt. Das müssen wir uns gleich erstmal in der kleinen Planungsphase, die vor uns ist, raussuchen, den Startpunkt. Weil ich werde gleich erstmal so ein bisschen in Photoshop so ein bisschen eine Kartenplanung übernehmen, weil das wird auf jeden Fall ein Muss sein, dass wir vorher so ein bisschen uns überlegen, wo wir was hinplatzieren, weil das später sonst echt chaotisch werden sollte hier. Wir werden natürlich auch den Park später funktionsfähig machen oder benutzbar machen, indem wir hier so ein Ankunfts-Helipad platzieren, dass wir dann. Das hat man ja im Film, glaube ich, so gar nicht gesehen, das Helipad. Zumindest habe ich es gerade nicht vor Augen. Falls dem so ist, dann werde ich das auf jeden Fall noch rausfinden. Aber ansonsten werden wir das irgendwo halt hinmachen, wo wir noch so ein kleines Gebiet oder eine Area bauen, die wir halt aus Eigeninspiration sozusagen bauen. Weil im Film hat man natürlich nicht alles gesehen. Da kann man, deswegen haben wir so ein bisschen kreativen Spielraum. Aber wichtig ist natürlich, dass wir alle Schlüsselszenen und alle Szenen aus dem Film so gut wie es geht nachbauen. Das ist zumindest mein Ziel. Und ich würde sagen, Entschuldigung, wir springen jetzt erstmal direkt in die Planungsphase. So, und damit sind wir hier in der kleinen Planungsphase. Ihr seht hier schon, ich habe mal die Map mir hier in Photoshop kopiert. Da können wir dann später Sachen eintragen, wie wir was planen und sowas. Wo was hinkommt, wie irgendwelche Wege und sowas verlaufen. Das ist, denke ich mal, ziemlich, ziemlich praktisch, damit wir später nicht so viele Probleme kriegen. Das hier ist das Gewässer, was ich vorhin angesprochen hatte, wo ich erst diese Vermutung hatte. Das ist so ein bisschen wie im Film die Szene ist, die ich euch auch gleich zeigen werde. Aber ist es leider nicht. Das Wichtigste für uns ist jetzt erstmal, dass wir sozusagen unseren Startpunkt festlegen. Der wird irgendwo am Rand der Karte sein. Wo genau, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das müssen wir gleich mit den Screenshots so ein bisschen herausfinden. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal außen vor. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt zu den Film-Screenshots. Und da seht ihr als allererstes, der Film geht los. Also der Anfang ist ja jetzt erstmal egal für unseren Nachbau. Hier sind sie auf jeden Fall gerade auf Isla Nublar angekommen und da sieht man natürlich als erstes Highlight, hier ist der Helikopter, der ist von da oben runtergeflogen sozusagen. Hier ist ein richtig schönes Highlight, nämlich ein riesiger Wasserfall. Der geht auch noch mega, mega hoch, aber das können wir sowieso nicht nachbauen, weil Wasserfälle gibt es in Jurassic World Evolution leider noch nicht.
Allerdings würde ich es gerne so haben, dass wir an unserem Anfangspunkt sozusagen, also das Wasser können wir natürlich nachbauen hier unten, das will ich auf jeden Fall machen. Dann hier so ein bisschen Berge und sowas. Und es wäre schön, wenn im Hintergrund diese Klippen sind, die man hier im Hintergrund sieht. Sorry, wenn ich hier viel rumkritzel. Aber diese ganzen Klippen hier im Hintergrund, das wäre ja schön, wenn wir zumindest uns eine Stelle raussuchen, wo so ein bisschen das Ganze, ja, bergiger ist. Da müssen wir gleich mal auf der Map dann nochmal gucken. Wir gehen mal zum nächsten Screenshot. Genau. Jetzt sieht man nämlich, hier ist der Helikopter gelandet. Hier ist dieses Helipad. Das ist auch sehr, sehr schön. Das werden wir so gut wie es geht versuchen nachzubauen. Das ist ein Achteck. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Hier vorne ist übrigens der Wasserfall. Also hier ist so ein kleines Gewässer vor sozusagen. Und da ist dann der Wasserfall. Hier ist dann das Helipad. Und dann seht ihr, vom Helipad aus geht es mit so einem kleinen Dirtweg hier nach oben. Und hier stehen dann diese zwei Jeeps bereit. Die werden wir auf jeden Fall auch so hinstellen, dass sie da dann stehen. Und ja, das mit dem Helikopter können wir leider nicht machen, aber wir können das Helikopter-Lande-Pad sozusagen nachbauen, so gut wie es geht. Hier sind dann auch noch so Felsen und Klippen, die werden wir natürlich auch versuchen, so gut wie es geht, nachzubauen mit den Sachen, die uns gegeben sind. Und natürlich auch hier die Wälder und sowas. Wir werden wirklich unser Bestes geben, das so originalgetreu wie möglich zu machen. So, die nächste Stelle. Genau, hier sieht man das ganz gut. Also hier geht es dann auf diesem Dirtweg geht es dann weiter. Ich habe extra hier fotografiert, weil man hier den Helikopter noch sieht, damit man so ein bisschen ein Bild von der Distanz hat. Das heißt, hier unten ist das Helipad. Das heißt, die sind noch nicht sehr, sehr weit gefahren. Genau wie auf dem nächsten Screenshot, das habe ich auch extra gemacht. Weil hier ist schon unser nächster Punkt, den wir bauen müssen, nämlich eine Schleuse und so ein Zaun. Und hier im Hintergrund seht ihr übrigens jetzt nochmal den Wasserfall und den Helikopter. Das habe ich auch extra so gescreenshottet, damit wir sehen, diese Schleuse ist nicht sehr weit weg von dem Helikopter-Landepad. Also die müssen wir eigentlich relativ nah dran bauen. Und der Wasserfall ist wirklich cool. Wenn ich das so sehe, bin ich ein bisschen traurig, dass wir keine Wasserfälle bauen können in Jurassic World Evolution. So, hier haben wir die Schleuse, da können die Jeeps durchfahren. Genau, und hier haben wir sogar das Danger High Voltage-Schild, was ich sehr, sehr vermisse. Ist leider nicht mit ins Spiel gekommen mit dem neuen DLC. Habe ich auch schon öfter in den Kommentaren gelesen, dass es viele vermissen, weil das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker. Ja, ist auf jeden Fall so ein kleines Schleusentor mit zwei Toren, wo man dann sozusagen reinfährt, dann das andere aufmacht. Das kennt ihr ja, das können wir auf jeden Fall nachbauen. Und natürlich einen Sicherheitszaun, da fährt man dann durch. Und dann kommt schon so ein kleiner Schnitt auf eine riesige Wiese. Das heißt, den Bereich zwischen diesem Tor und der Wiese, den können wir so ein bisschen frei gestalten, weil es einfach keine Filmszene dazu gibt. Da wurde halt einfach ein Cut gesetzt und dann waren sie auf einmal auf der Wiese. Das heißt, wir haben da so ein bisschen Narrenfreiheit. Das ist immer sehr, sehr praktisch, weil wir dadurch das Ganze natürlich für uns so ein bisschen anpassen können. So, hier sind sie auf jeden Fall lang gefahren. Ich habe auch immer versucht, so ein bisschen die Landschaft im Hintergrund gut abzufotografieren, damit wir das so gut wie möglich nachbauen können. Dieser Baum sieht sogar so ein bisschen aus wie ein Redwood Tree. Er kommt nicht ganz hin, aber von der Größe und sowas her. Mal schauen, was wir da machen können. So, hier fahren sie dann weiter. Und hier bleiben sie dann stehen. Hier habe ich auch extra mal die Natur fotografiert im Hintergrund, damit wir, das ist nämlich hier so eine Schlüsselszene aus dem Film, damit wir hier die Bepflanzung später so gut wie es geht nachbauen können. So, hier sieht zum ersten Mal Alan Grant einen Brachiosaurus. Da hat er es gerade realisiert, richtig cool. Ellie Sattler sitzt noch hier und starrt so ein Pflanzenblatt an und hat es noch nicht gecheckt. Und da sieht man den Brachiosaurus. Richtig, richtig cool. Auch hier werden wir auf jeden Fall auf die Bepflanzung und sowas achten. Und dass es hier so ein bisschen bergauf und sowas geht. Weil das will ich so detailgetreu wie möglich auf jeden Fall nachbauen. Weil das ist wirklich eine Schlüsselszene, wo er dann sagt, Welcome to Jurassic Park. Ah, es ist schon awesome. Toller Film. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr ihn lange nicht gesehen habt. So, hier ist auch nochmal Bepflanzung und der Brachio. Auch hier habe ich nochmal ein Foto gemacht, damit man, hier hinten sieht man nämlich ganz gut, wie das Ganze bepflanzt ist. Da haben wir nämlich eine schöne Weitsicht. Die Wiese geht hier nämlich noch weiter und das ist hier so eine Baumreihe. Das können wir dann auf jeden Fall auch nachstellen. Auf dem nächsten Bild sehen wir auch nochmal Bepflanzung. Dann sehen wir hier den Brachiosaurus nochmal. Und der frisst da gerade von den Blättern, glaube ich. Genau, hier habe ich auch nochmal einen Screenshot gemacht wegen der Hintergrundbepflanzung, weil die uns eventuell helfen wird und die Landschaft so an sich. Und hier sieht man auch wieder eine ganz, ganz tolle Szene aus dem Film. Hier ist nämlich der Brachiosaurus in voller Pracht zu sehen, wie er von hier oben, von den Blättern, was abknabbert. Und diese Funktion wurde ja auch in das Spiel reingepatcht. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt, wie die aussieht. Aber wir werden, glaube ich, diese Szene
wirklich nahezu identisch nachbauen können. Darauf freue ich mich schon sehr, Leute, muss ich sagen. Richtig, richtig cool. Achso, keine Sorge, Leute, ich werde jetzt nicht den gesamten Film mit euch durchgehen, nur so die Anfangsszenen, damit wir ein ungefähres Bild haben. Wir machen jetzt auch ein bisschen schneller. So, wieder eine Schlüsselszene. Dann drehen sie sich um zur anderen Seite. Und hier haben wir jetzt dieses Gewässer, was ich vorhin meinte zu euch. Ja, wo sie dann halt die Brachios sehen, die sind hier. Die Paras sind hier. Und ich glaube, das hier ist ein Gallimimus und das hier ist ein Gallimimus. Also ich glaube, die drei Dinosaurierarten sehen wir hier. Ich kann mal ein bisschen ranzoomen. Das ist leider sehr, sehr pixelig. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die drei Dinos sind. Falls es nicht so ist, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich diese wunderschöne Landschaft, diese ja, riesige Ebene und dieses wunderschöne Gewässer. Da dachte ich erst, das wäre dieses große Gewässer schon auf der Insel. Aber achtet mal hier auf das Ufer. Ich mal das mal so ein bisschen nach. Hier geht das nochmal rein und sowas. Dann hier hinten hin. Es kommt fast hin mit der Map, wenn ihr mal schaut. Also das könnte dann diese Szene sein, die ich sozusagen euch gerade nachgemalt habe, aber kommt leider nicht ganz hin, sonst hätte hier nochmal so eine Einbuchtung und sowas sein müssen. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall so ein bisschen umgestalten. Das ist hier alles schon voll gepinselt. Warte, machen wir rückgängig. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Werden wir versuchen, so gut wie es geht nachzubauen, diese Szene, weil das halt auch so eine richtige Schlüsselszene ist. So, und danach kommt wieder ein Cut. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Narrenfreiheit mit den Wegen. Das ist immer sehr, sehr gut. Dann geht es nämlich in so ein kleines dschungligeres Gebiet, würde ich jetzt sagen, mit ganz vielen Palmen und ja, Bananenbäumen und sowas. Richtig, richtig cool. Da fahren sie dann lang. Hier vorne ist auch nochmal so ein kleiner Tümpel. Den kennt ihr sicherlich. Ihr wisst alle, wo es hingeht, denke ich. Nämlich zu dem Besucherzentrum. Da sind wir. Das gibt es ja original jetzt im Spiel. Richtig, richtig cool. Das werden wir auch auf jeden Fall so platzieren. Und wir werden auch versuchen, hier vor so ein Gewässer zu machen und die Bepflanzung auch so gut wie es geht nachzuahmen. Was man noch hier sieht, sind die Schienen hier unten. Da wird nämlich die Jurassic Tour später langführen, die wir natürlich auch so gut wie es geht nachbauen wollen. Die ist ja auch ein Highlight in dem Film. So, danach geht's, oh, danach geht's schon direkt zu dem Raptor-Gehege, dem Kleinen. Da war auch ein Cut zwischen, also man sieht den Weg zwischen diesen beiden Gehegen sozusagen nicht. Das Ganze befindet sich auf Sand, das ist auf jeden Fall eine gute Info, das werden wir auch so nachbauen. Und den Weg dahin können wir halt wieder so ein bisschen selber entscheiden, wie wir das Ganze gestalten. Genau, dann sind die zum Essen wieder zurück ins Besucherzentrum und dann ging's eigentlich schon los mit der Jurassic Tour. Hier seht ihr nämlich die Ford Explorer, die jetzt auch im Spiel sind. Und ja, bis zu dieser Szene will ich das Ganze mal mit euch einmal durchgeplant haben. Das ist nämlich einmal so, ja, die Anfangsfrequenz und damit ihr die Wege und Sachen und so alles wisst oder wieder in Erinnerung habt. Und ja, das ist so der Anfangsbereich bis zum Besucherzentrum. Den wollen wir jetzt als erstes bauen. Werden wir nicht alles heute schaffen in dem Video, aber jetzt habt ihr es auf jeden Fall schon mal von der Planungsphase her so ein bisschen gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen ja, auf die Insel nochmal. Moment, ich muss mal eben hier was machen. Eine Sekunde. So, und suchen uns mal einen Ort raus, wo wir ja einen guten Startort haben, der passt und wo wir vielleicht so eine schöne Felswand im Hintergrund haben. Das ist zumindest jetzt das Ziel und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Und da sind wir wieder in-game und wie gesagt, wir werden uns jetzt erstmal einen schönen Ort für unser Helipad raussuchen. Am besten ein Ort am Rand, wo halt so eine kleine Felswand ist. Sieht auch alles schon so ein bisschen vorbestimmt aus, muss ich sagen. Als ob hier so ein kleiner Weg lang führt und sowas. Seht ihr das? Vielleicht haben die sich schon was dabei gedacht, dass das so ein bisschen an das Original rankommt. Sieht alles schon so ein bisschen so aus, ne? Hier sind so Wege. Hm. Aber das Gewässer kommt halt nicht hin, das habe ich schon verglichen. Oh, hier ist schon mal so eine Felswand. Sowas meine ich. Also so eine Felswand wäre halt ideal. Am besten noch eine, wo man die Bäume entfernen kann. Oh, hier kann man es leider nicht. Wir müssen halt jetzt ein bisschen ausprobieren. Wir werden leider in dieser Folge noch nicht so viel schaffen. Aber das gehört halt dazu. Wir werden auch echt viel planen müssen immer. In allen Folgen und sowas. Oh, guck mal, hier vorne ist auch eine Felswand. Aber sowas meine ich in der Art. Wenn wir sowas zumindest im Hintergrund haben, dann sieht das mehr am Original aus. Oder am Original dran aus. Aber so eine steile Felswand können wir selber nicht bauen. Aber wenn die im Hintergrund ist, ist es schon sehr, sehr nice. Fehlt halt nur der Wasserfall. Wie ist denn dieser Ort hier an sich? Hm. Würde sogar eventuell gehen. Aber wir schauen mal weiter. Vielleicht finden wir noch was Besseres. Ist quasi überall Felswand. Ist gar nicht so schlecht. Oh, hier ist eine geile Felswand. Okay, die ist nice. Wenn wir die
von Bäumen befreit kriegen, dann könnte die echt funktionieren. Schauen wir doch mal. Oh ja, die sieht nice aus. Die ist auch sehr, sehr hoch. Hier könnten wir dann sozusagen Gewässer machen. Und dann das Heli-Landepad. Und dann, oh, das sieht sogar fast so aus. Warte mal, Leute. Schaut mal kurz. Also wenn wir hier dann das Heli-Landepad haben, dann hier sind die Jeeps und dann fahren die los. Sieht sogar schon fast so aus, als wenn hier so ein vorbestimmter Weg ist. Hier würden die dann langfahren. Hier kommt dann die Schleuse oder sowas. Dann geht es hier weiter, weiter. Hier haben wir dann ja so ein bisschen Narrenfreiheit, wie wir den Weg machen. Und dann müssen wir halt überlegen, ob man hier noch das ganze Stück lang fährt. Könnte man sogar machen. Und dann eventuell irgendwie hier nach oben hoch. Und hier werden wir dann das Gewässer anpassen. Und dann haben wir hier sozusagen die Brachioszene. Das könnte funktionieren. Wir könnten natürlich auch das Ganze noch so ein bisschen verlegen vom Platz her. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, glaube ich. Wenn wir sozusagen hier diesen Startpunkt haben, dann hier langfahren, dann kommt hier irgendwo die Brachioszene. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz cool. Hier ist dann natürlich auch diese große Ebene und sowas. Oh, ich glaube, das könnte echt funktionieren. Der Platz wird dann natürlich schwer hier zu bebauen, aber ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Weil, wie gesagt, wir fangen hier an, hier geht es dann weiter. Und hier hätten wir dann ein paar Platz für den gesamten Rest von dem Park. Also es ist schon eigentlich relativ viel Platz. Ich denke mal, das wäre machbar. Ich glaube, das ist echt ein cooler Startpunkt hier. Und ich denke mal, den werde ich benutzen. Ich nehme das Ganze tatsächlich jetzt einen Tag später erst auf. Also ich fange jetzt erst an mit dem Jurassic Park. Denn es hat sich noch eine Sache geändert. Ihr seht es ja schon hier an der Map. Ich habe nämlich eine kleine Retexture-Mod installiert, die so ein bisschen die Texturen von den ja, Terrain-Tools und sowas verändert. Ihr seht ja hier schon diesen braunen Weg. Und ja, die anderen Texturen haben sich auch alle leicht geändert. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, ist einfach oben in der ersten, der erste Link in der Videobeschreibung. Falls ihr die Mod mal abchecken wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich habe das Ganze eigentlich hauptsächlich gemacht, weil ich es sehr, sehr schön finde und weil dieser Weg einfach, ja, ich finde, essentiell ist. Also es gibt ja diesen Dirt Path auch im Original JWE, das sind ja alles nur ja, Retextures, also sehen einfach nur anders aus. Aber hier ist einfach so richtig schön braun und ich finde, der kommt schon sehr, sehr nah ans Original ran. Deswegen. Und auch die anderen Texturen sehen gut aus natürlich. Aber hauptsächlich deswegen habe ich diese Mod jetzt installiert und werde auch den Jurassic Park 1 mit dieser Retexture-Mod spielen, denke ich mal. Vielleicht kommt ja auch noch die ein oder andere Mod im Laufe der Zeit raus, die noch besser passend ist. Dann müssen wir natürlich schauen. Ich denke mal, das findet ihr ganz okay. Ich bin damit auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Mod haben. Was natürlich jetzt schwer ist. Wir wollen jetzt hier natürlich einen Anfang finden. Es ist am Anfang immer super, super schwer, ja, eine Anfangsposition zu finden erstmal, das haben wir ja zum Glück schon gemacht. Und es ist super, super schwer, erstmal ein Größenverhältnis irgendwie zu schaffen, weil man halt keine Orientierungspunkte hat. Gerade wenn man zum Beispiel sowas wie eine Helikopterlandeplatz baut, wie wir jetzt vorhaben. Ich blende übrigens auch immer die Bilder, die ich gerade auf meinem zweiten Bildschirm habe, für euch ein, damit ihr auch seht, was ich gerade sehe. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ein Größenverhältnis zu schaffen ist immer sehr, sehr schwer. Allerdings haben wir jetzt zum Beispiel auf diesem Bild ein Vorteil, weil dort einfach zwei Jeeps stehen und die können wir natürlich als Größenverhältnis so ein bisschen nutzen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier, da wo es uns nicht stört, eine Ranger-Station hinbauen, damit wir hier vorne die Jeeps auch benutzen können zum... Ja, die stellen wir dann einfach hier hin und benutzen die sozusagen als Orientierung. So, die Jeeps stehen hier bereit. Ich habe sie einigermaßen so hingestellt, wie sie auch auf dem Screenshot im Film sind und die werden wir halt als Orientierung nehmen. Ja, hauptsächlich für die Größenverhältnisse, würde ich sagen. Daran passen wir halt so ein bisschen dieses, ja, diesen Landeplatz für den Helikopter an und sowas. Und es ist sehr, sehr praktisch auf jeden Fall, so ein Jeep als ja, Maßstab sozusagen zu haben. Weil wenn man ganz neu anfängt, ist es echt schwer einzuschätzen, wie groß jetzt gerade etwas ist. Wenn ihr nicht wollt, dass die Jeeps zurückfahren, dann müsst ihr einfach die Ranger-Station einmal einzäunen. Dann finden die Jeeps nämlich den Weg zurück nicht. Ist immer sehr, sehr praktisch. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal hier vorne das Ganze so ein bisschen begradigen, weil hier muss später Wasser hin. Hier wäre ja normalerweise dieser große Wasserfall, der dann hier ins Wasser endet. Und dann wäre hier Wasser und der Landeplatz sozusagen. Dafür müssen wir jetzt erstmal das Ganze hier auf eine Höhe anpassen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Nee, das macht keinen Sinn. Seht ihr nämlich, kommt hier wieder so ein Huggel. Ich glaube, wir müssen wirklich auf die niedrigste Höhe hier gehen, also so ungefähr. Ich glaube, dann könnte das ganz gut aussehen. Schauen wir doch mal. Oh, sieht doch... Ja, hier geht der Übergang auch klar. Müssen wir gleich mal schauen, wie das mit Wasser ist. Am besten wäre es, wenn wir
auf eine Wasserhöhe gehen. Oh, ich glaube, das ist eine Wasserhöhe. Das ist sehr gut. Ja, würde ich sagen, glätte ich jetzt erstmal den gesamten Bereich hier so in der Umgebung auf diese Höhe. Weil das ist unsere Ausgangshöhe. Oh, geht das hier gar nicht mit den Jeeps? Ah doch, geht. Wie sie runterfallen. Wie witzig. Ja, aber teilweise geht's nicht. Ich glätte, wie gesagt, jetzt erstmal eben hier fertig und dann machen wir weiter. Entferne ich mal noch ein paar Bäume hier, damit wir auch Platz haben zum Bauen. Während ich das mache, kann ich noch mal kurz eine Sache ansprechen. Ich werde wahrscheinlich heute es nicht mehr schaffen zu livestreamen. Deshalb werde ich das Ganze jetzt so machen, weil ich habe euch versprochen, dass ich am Wochenende noch mal das DLC verlosen werde. Das werden wir jetzt in diesem Video hier tun und im nächsten Video löse ich das Ganze dann auf, würde ich sagen. Falls ihr das DLC noch nicht habt und das gerne gewinnen möchtet, für PC, für PlayStation, für Xbox, geht auf jeden Fall für alle Konsolen, dann müsst ihr einfach einmal unten in die Kommentare Ausrufezeichen Jurassic Park schreiben, würde ich sagen. Und mit etwas Glück könnt ihr dann das DLC gewinnen. Beziehungsweise, falls ihr das DLC schon habt, oder halt das DLC nicht haben möchtet, dann könnt ihr auch alternativ einen Gutschein eurer Wahl gewinnen. Zum Beispiel eine Paysafe-Karte, einen Amazon-Gutschein und, und. Also da werden wir sicherlich was finden, halt im gleichen Wert. Und ja, das mache ich einfach nur, damit jeder mitmachen kann. Ist, denke ich, dann eine coole Sache. Ich werde hier jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorbereiten, weil das war noch nicht ganz perfekt hier. Und dann legen wir endlich los. So, Freunde, jetzt geht's hier los und wir fangen direkt an mit dem Wasser. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir es einigermaßen verhältnismäßig hinbekommen hier mit dem Wasser. Dass wir möglichst nah an diese Felswand rankommen. Also wenn man sich vorstellt, dass hier so der Wasserfall runterläuft, den wir leider nicht machen können. Ja, und dann müssen wir halt so ein bisschen gucken, dass wir mit den Screenshots arbeiten und die Form möglichst hinbekommen. Wenn ich mal kurz raustabe hier, dann ändere ich gerade den Screenshot für mich auf meinem zweiten Bildschirm. Ich zeige die natürlich auch für euch immer an, habe ich ja vorhin schon gesagt, damit ihr auch seht, was ich gerade so als Orientierung benutze zum Bauen. Das wird ungefähr irgendwie so die Form. Ich glaube, viel größer ist der Wasserbereich auch nicht, wenn man das so mit den Jeeps vergleicht. Ich glaube, der ist sogar noch ein Ticken kleiner. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass wir den Landeplatz auf jeden Fall ein bisschen größer machen müssen, als er auf dem Screenshot ist, weil wir sonst einfach Details weglassen müssen. Und so ein bisschen Details würde ich da schon machen. Ich würde auch sagen, ich zeichne den jetzt als allererstes mal den Landeplatz. Die Frage ist, in welcher Wegfarbe? Das ist ja eigentlich so relativ hell. Können wir eben alle angucken. Das sind ja alles die neuen Wege hier. Aber ich glaube, am meisten Sinn, ja, von der Helligkeit her würden, glaube ich, die rechten beiden besser passen. Aber ich glaube, vom Material her passt der hier am besten. Und ich finde es auch ganz cool hier, dass sich der Bordstein sehr abhebt hier. Weil das so ein bisschen das dunkelste Material ist. Aber die sind alle sehr cool, die neuen Wege, ne? Gerade der hier ist mein Favorite. Aber ich glaube, den Landeplatz werde ich aus diesem Material hier bauen. Oh, jetzt auch einfach drauf los, Leute. Es wird schon gut werden. Wird schon gut gehen. Hoffe ich einfach mal. Wir müssen natürlich jetzt auch von der Drehung gucken. Also hier fällt der, also hier geht der Wasserfall runter. Und das ganze Ding ist so ein bisschen schräg gedreht. Na, nach hier rechts, würde ich sagen. Wir müssen jetzt noch mal kurz was testen, bevor wir jetzt hier loslegen. Wie man so ein Achteck baut, ist eigentlich relativ einfach. Das werde ich euch gleich zeigen. Aber ich teste mal kurz was. Okay, das funktioniert so schon mal nicht. Moment. Ich werde gleich sehen, was ich hier mache. Ist wahrscheinlich gerade sehr verwunderlich. Wenn wir mal so ein Stück weitergehen, so ungefähr. Macht wahrscheinlich gerade gar keinen Sinn für euch. Okay, das ist gut. So, jetzt zeige ich euch, wie man ein Achteck baut. Und gleich werdet ihr sehen, was ich hier ja, gerade ausprobiert habe. So, nämlich wie folgt. Ein Achteck ist super, super einfach. Ihr sucht euch erstmal eine Länge raus. Als Orientierung nehme ich immer hier diese gestrichelten Linien. Ich mache jetzt sozusagen mit dem Weg, also nicht mit dem Ding hier, wo ich bin mit der Maus, sondern mit dem Weg leicht über diesen Strich rüber immer, damit es gleichmäßig wird. So, so. Und dann seht ihr auch schon, wie ich das Achteck gleich mache. Wirklich einfach. Dann ist es auch sehr, sehr gleichmäßig, wenn ihr das so macht. So. Sehr gut.
habe es gerade auch ein bisschen länger extra gemacht. Und ihr seht also auch schon die Größenverhältnisse. Ich weiß gar nicht, ob die hinkommen. Ich glaube, so schlecht sieht es gar nicht aus, wenn man die Jeeps sieht. Ich glaube, das könnte echt ganz gut klappen. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt müsste es eigentlich aufkommen, dass es hier gerade zurückgeht. Genau, jetzt haben wir nämlich so ein schönes Kreuz. Wenn wir jetzt diese Dinger verbinden jeweils, haben wir ein wunderschönes Achteck. Und das Ding ist, warum ich gerade, ich fülle noch kurz die Flächen hier aus, warum ich jetzt gerade das getestet habe, das kann ich euch auch gleich zeigen. Oh, hier ist so eine blöde Kante drin. Ja, an der Ecke. Ich glaube, die entferne ich nochmal eben. So, perfekt. Jetzt ist es gerade. Ich weiß nicht, wie die da gerade reingekommen ist. Warum ich das gerade so ein bisschen getestet habe, ist einfach, das seht ihr jetzt, jetzt wollte ich nämlich hier nämlich noch in der Mitte einmal so einen Strich verbinden. Möglichst gleichmäßig. Genau so. Und so. Und jetzt haben wir so ein bisschen diese gelben Markierungen, wie auf dem Screenshot, geschaffen. Diese weiße Markierung, dieses Kreuz, was hier ist, das können wir leider nicht ganz nachbilden. Aber ich versuche es natürlich so detailreich wie möglich. Und ich denke mal, ich bin damit schon sehr zufrieden. Das können wir nämlich jetzt gleich entweder mit Sand unten drunter machen oder mit einer anderen Wegfarbe. Und dann haben wir sozusagen so ein bisschen diese Markierung wie im Film nachgestellt. Hätte ich das Ganze gerade in dieser Länge gemacht, dann hätte ich da nämlich keine Markierung machen können. Habe ich nämlich gerade getestet, weil dann seht ihr, dann hätte es hier nicht gepasst. Und so haben wir halt so ein schönes Achteck jetzt mit diesen Markierungen. Müssen natürlich jetzt gucken, welchen Weg wir als Markierungsfarbe nehmen. Wahrscheinlich den hier oder halt Sand. Wir probieren mal Sand aus. Mal gucken, wie das aussieht. Sand ist auch, sieht jetzt auch viel, viel cooler aus, finde ich. Der wurde halt auch retextured. Der wird halt natürlich von der Farbe hinkommen, aber ich finde es nicht so schön. Man sieht halt, dass es Sand ist. Und das ist einfach unrealistisch, ne? Leider so. Deswegen würde ich sagen, machen wir wieder Erde hier unter, wobei das eigentlich egal ist. Weil wir füllen das Ganze jetzt sowieso mit diesem Weg aus. Jetzt gucken, dass hier nichts kaputt geht, weil es passiert ganz gerne mal. Und da es kein Rückgängig gibt, müsste ich dann das gesamte Ding hier neu machen. Das wäre echt uncool. Na, sieht gut aus. Funktioniert super. Und jetzt haben wir die Markierung hier geschaffen. Passt wie im Film. Bin ich schon sehr zufrieden mit, muss ich sagen. So, das Wasser kommt natürlich jetzt auch noch wieder hier ganz ran. Nämlich im Film auch so. Hier sind da ein paar, zwar noch so ein paar Klippen, aber die werden wir gleich mit Felsen, denke ich mal, machen. Hier vorne ist jetzt auch nochmal so ein bisschen Einbuchtung. Da werde ich aber auch, denke ich mal, gleich noch was mit Klippen so ein bisschen machen. Aber das sieht schon relativ gut jetzt aus. Hier vorne geht das eigentlich... Oh, jetzt habe ich mich vertippt. Vorne geht das eigentlich nur bis hier so. Ganz perfekt können wir es sowieso nicht machen, Leute. Ich werde, wie gesagt, das mein Bestes geben, dass es so original wie möglich ist. Aber ganz perfekt geht es halt nicht. Oh, sieht schon ganz gut gerade aus. Vorne wird auch gleich noch ein bisschen Wasser wegkommen. So ungefähr. Und dann wird hier der Weg abgehen. Ich glaube, hier werde ich auch schon mal so einen Weg machen. Das ist da zwar so ein bisschen schuttmäßig, aber ich denke mal, ich werde hier dann einfach den Weg abgehen lassen. Ja, so. Die Wegfarbe gut. Ja, warum nicht? Ne? Die sieht sogar so ein bisschen schuttmäßig aus, weil die halt so einzelne Steine hat. Finde ich ganz cool von der Optik. Okay, nice. Und jetzt so ein bisschen um die Kurve wäre cool. Und dann geht es eigentlich schon zu einem Dirtweg über. Mal so. Jetzt hier noch die Kurve. Okay, sehr schön. Das wäre dann jetzt so der Ausgangspunkt. Und hier geht es dann später mit dem Dreckweg dann sozusagen weg. Dann muss ich gleich nochmal eben ein bisschen überglätten und gucken, dass der Weg hier vernünftig wird. Aber es geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Ich parke auch mal eben die Autos hier, damit wir sehen, was hier Sache ist. Ja, es ist von den Größenverhältnissen nicht ganz perfekt. Also der Landeplatz ist auf jeden Fall noch zu groß, wenn man das mit den Autos vergleicht. Aber ich glaube, wenn ich es kleiner mache, habe ich halt solche Details hier, wie dieses Kreuz, was ich hier gemacht habe, nicht mehr leider.
Und deshalb werde ich das mit den Größenverhältnissen dann einfach so lassen. Es muss ja auch nicht alles 1:1 sein, aber ich finde, es geht schon in die richtige Richtung. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und wir machen jetzt hier ein bisschen die Gestaltung. Ich versuche das Ganze so zu gestalten, wie es auch auf dem Screenshot ist. Ist natürlich nicht so einfach, weil ihr seht ja, ich muss hier zum Beispiel mit so Felsen wirklich viel Abstand nehmen, was echt immer sehr, sehr doof und nervig ist, finde ich. Also, dass man die immer mit so viel Abstand platzieren muss, halt richtig, richtig doof. Aber es geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Definitiv, das sieht sehr gut aus. Jetzt hier vorne noch ein paar Felsen finden, die passen. Ja, auch die Felsen werden wir natürlich nicht genauso machen können wie auf dem Screenshot. Aber so gut wie es geht, mache ich es auf jeden Fall. Hinten gehen auch noch richtig viele Felsen ab. Da werde ich dann mich auch austoben. Hier ist ja eine richtige Felswand. Mache ich dann auch nochmal diesen größeren, warum nicht? Oh, kann auch gerne hier das Wasser so ein bisschen verschwinden. Wobei, nee, jetzt mache ich nochmal kurz rückgängig. Ich hoffe, wir kriegen das Wasser da jetzt wieder hin. Das ist halt auch echt so eine Sache. Ich finde es echt schade, dass es kein rückgängig bei Jurassic World Evolution gibt. Das kann einen teilweise echt viel kaputt machen. Deswegen speichere ich auch immer ab und zu. Und habe dann irgendwie, wenn ich so einen fertigen Park später habe, über 100 Safe Games für einen Park, weil ich halt auch immer einen neuen Speicherstand anlege. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Lieber zu viel als zu wenig. Wenn es dann einfach verschwindet, ist halt ärgerlich. Das sieht aber schon ziemlich nice aus. Wir werden da auch, glaube ich, nachher noch viel rausholen können mit den Dingern hier. Diesen Tools. Glaube ich, sehr viel helfen. Ich finde dieses Braune so cool, ne? Ich hoffe wirklich, dass die das noch regulär in das Spiel reinmachen werden. Diese Braunen. Also zumindest, dass das Dirt-Ding so ein bisschen dunkler wird. Das ist wirklich so mein Favoritenteil, muss ich sagen. Ich mache mal hier jetzt einmal alles in Fels. Eigentlich müsste hier vorne auch Fels hin. Da müssen wir mal schauen, dass wir einen schönen Übergang hinkriegen, weil hier so ein bisschen Grün ist natürlich auch am Start. Das kriegen wir auch nicht weg, weil das außerhalb von dem Park ist. Vielleicht kriegen wir das ja so geregelt. Aber das sieht doch ganz ordentlich aus. Schade, dass hier kein Wasserfall ist. Der wäre echt cool, muss ich sagen. Wir könnten auch überlegen, das Ganze hätte ich vielleicht mal vorher machen können, dass wir hier das Ganze so ein bisschen anheben. So, ich habe jetzt hier sozusagen das nochmal angehoben, habe dann nochmal die Felsen neu platziert. Und jetzt seht ihr schon, entsteht hier wirklich so eine etwas natürlichere Struktur. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Habe ja auch nochmal ein paar Felsen näher ans Wasser platziert. Das ist eigentlich ganz nice. Ich werde hier nachher auch noch auf jeden Fall so ein bisschen die Texturen noch überarbeiten, dass das nicht alles so gleichmäßig dieser Fels ist. Weil mal ein bisschen Braun mit drin ist und so weiter und so fort. Aber alles später so ein bisschen machen. Halt auch nicht so viel, ne? Da muss ich dann so ein bisschen mich reinfuchsen. Ich weiß auch gar nicht, warum hier noch Gras zwischenkommt, wenn ich das mache. Ich mache jetzt aber erstmal so ein bisschen diesen groben Grundriss. Also auf dieser Seite ist auf jeden Fall Felswand. Hier vorne wird es natürlich auch nochmal sehr interessant. Hier geht es sogar so ein bisschen runter, habe ich das Gefühl. Also hier so. Vielleicht können wir das ja hinbekommen. Das ist eigentlich ganz nice. So ein Stück zumindest runtergehen. Das macht schon ein bisschen was aus, wenn man so Höhenunterschiede benutzt. Auch wenn das so minimale sind. Ist zwar immer viel Arbeit und ist anstrengend, aber ich finde immer, es lohnt sich. Bei Höhenunterschieden ist es wirklich krass. Geht denn der Weg überhaupt vom Winkel her gut ab? Der muss auch auf jeden Fall auch noch schmaler werden, der Weg hier. Ich glaube, den zeichne ich nochmal kurz ein, dass wir das auch sehen. So. Auch nochmal ein bisschen schmaler. Wenn der mal nicht gleichmäßig ist, ist er auch nicht schlimm. Nicht ganz gut. So sieht es doch schon super aus. Vom Winkel her könnte er sogar noch ein bisschen näher an das Ding hier ran, meiner Meinung nach. Also so. Muss dann wieder Gras hin. Beziehungsweise gleich Klippen wahrscheinlich. Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir hier hinten auch noch runtergehen. Wir müssen natürlich gleich gucken, dass der Übergang hier auch gut ist. Machen erstmal alles runter. Ist auch echt doof, dass das Tool immer so groß ist, ne? Ich meine, guckt euch das mal an, so groß wie der Landeplatz. Aber wenn ich zum Beispiel hier Büsche mache, ist es kleiner. Wäre halt schön, wenn wir auch ja, bei Höhensachen mit dem Tool arbeiten könnten. Aber leider nein. Oh nein, jetzt habe ich mir das da vorne kaputt gemacht. Nein! Oh mein Gott! Und jetzt kann ich es nicht rückgängig machen, oder was? RIP. Ja, hier vorne ist es jetzt anders. Ich muss nochmal neu laden. So, da bin ich wieder, habe das Ganze neu geladen und habe auch die Jeeps mal zur Seite gefahren, weil die ein bisschen störend sind.
Aber da habt ihr gerade richtig gut gesehen, dass es wirklich fehlt, eine Rückgängigfunktion zu haben. Deswegen muss man immer speichern, weil sowas kannst du halt nicht rückgängig machen. Und dann ist halt alles kaputt. Dann müsstest du die Felsen neu platzieren und alles neu machen. Ist halt super, super nervig. So, hier kommen nämlich jetzt auch gleich nochmal ordentlich Felsen hin. Aber mit den Bodentools und den Brushes da kann ich später auch noch richtig viel verändern. Das macht auch nochmal ordentlich was her. Oh, diese Bäume sind so toll, ne? Ich liebe sie. Ich freue mich schon darauf, wenn wir die mal benutzen können. Die Felsen sind tatsächlich alle fast zu groß. Die hier sind eigentlich immer so die passendsten. Die finde ich sowieso am besten. Muss ich echt sagen. So mein Lieblingsfelsen. Aber es ist halt doof, dass man die immer so weit weg voneinander nur platzieren kann. Da seht ihr, ne? Das macht wirklich teilweise hier Probleme. Gerade ging es doch. Da ging es. Die Stelle müssen wir jetzt finden. So, perfekt. Oh, sieht schon ganz gut aus. Könnt es natürlich nicht ganz so krass befelst machen, wie es im Film ist. Aber wir versuchen unser Bestes. Ist so realistisch wie möglich zu gestalten. Na, da ging es gerade. Na komm schon. Gehen wir halt so nah ran, das muss reichen. Und von mir aus kann es dann auch nochmal ein bisschen abweichen und dann gehen wir gleich hier so nochmal hin in diese Richtung mit Felsen. Das ist eigentlich ganz okay. Aber ich glaube, ich mache hier, das ist nämlich, glaube ich, auch noch so ein bisschen Pfütze und sowas mit drin. Ich glaube, ich versuche hier nochmal so ein bisschen Wasser unterzubringen. Aber wirklich nur so Mini-Pfützen wären cool. Ich glaube, das ist ganz nice, wenn ich jetzt hier nochmal einen Felsen reinmache. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Wasser zumindest. Da kommt dann auch nochmal das Tool hier zum Einsatz. Und hier ist dann sozusagen unser Felsbereich. Hier ist sogar so ein bisschen Gras am Rand. Das könnten wir auch... Ich weiß nicht, ob wir das sogar hiermit noch zeichnen könnten am besten. Wir so gehen, so einen kleinen Grasrand. Müssen dann natürlich hier wieder... entfernen, weil der wirklich eigentlich nur so minimal ist. Ist aber mit den Tools halt immer sehr, sehr schwierig, das gut hinzubekommen. Also die Tools müssen definitiv feiner werden zum Arbeiten. Einige Tools sind halt so riesig, damit kann man nicht sauber arbeiten. Aber mit ein paar Tricks geht das immer. Ist halt nur sehr umständlich. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist nice. Ich glaube, hier auf der linken Seite ist sogar auch nochmal so ein kleiner Graben. Da geht, glaube ich, hier so eine Mauer, so ein bisschen Wasser ab. Ich glaube, ich versuche hier mal nochmal so einen kleinen Graben zu ziehen. Okay, so ist cool. Viel schmaler kriege ich es nicht hin. Oh, passt aber mit dem Bild eigentlich zusammen. Jetzt müssen wir hier wieder eigentlich eine Buschreihe hinkriegen. Oha, das wird nicht funktionieren. Okay, ich habe das falsch bin das falsch angegangen. Wir müssen nochmal hier entfernen. Wir müssen nämlich die Büsche jetzt so ziehen, dass die auf der linken Seite sozusagen überstehen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Habe ich das mit Busch gemacht oder mit Gras? Habe ich das mit Gras gemacht hier, oder? Ah, ne, hier sind auch Büsche. Okay, never mind. Weil jetzt können wir hier auf der linken Seite, da können wir ja so weit überstehen, wie wir wollen eigentlich. So, sehr schön. Jetzt wird es nämlich auch gleich nochmal hier tricky. Wenn jetzt hier an den Rand nochmal ein paar Büsche und so machen. Vorne wird auch mega viel Wald und Busch später kommen. Aber so im Prinzip sieht das schon ziemlich, ziemlich nice jetzt aus. Hier wird dann später auch noch ein bisschen mehr Landschaftsgestaltung, was Höhe und so angeht, kommen, glaube ich. Das können wir auch nochmal eben machen hier. Hier vorne ist das, glaube ich, relativ bergig auf dieser Seite. Ich habe nur wieder echt Angst, dass ich mir jetzt hier was kaputt mache, aber wird schon klappen. Wir machen hier auf jeden Fall mal schön hoch, das Ganze. Ja, gerade wenn man mit das Terrain verändert und so, kann halt schnell mal was kaputt gehen. Das ist halt super nervig. Muss man echt vorsichtig sein. Oder halt speichern zwischendurch. Mache ich halt wirklich oft. Aber lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig, weil, ja, man ärgert sich halt. Wie gefällt mir denn der Wasserverlauf so? Macht der Sinn? Ich muss hier vorne noch ein Stückchen so machen, damit es bisschen realistischer ist. So sieht das schon ganz gut aus. Und hier wird jetzt erstmal mega bewaldet, weil auf dem Screenshot ist ja auch einfach super grün. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt ja auch erstmal einfach mega grün. Quasi mit der Einstellung lieber zu viel als zu wenig. Oh, das war jetzt nicht klug. Von dieser Seite das wegmachen. Sonst machen wir uns hier unseren
Grasrand kaputt, den wir vorhin extra gebaut hatten. So ein Baum im Wasser hier schon. Ja, warum nicht? Hier wird es dann später auch noch weiter waldig vorangehen. Wobei dieses... Der Baum, irgendwie stört er mich. Ich weiß, ich bin da teilweise immer sehr kleinlich. Aber so ist es halt. Auch doof, dass man keine einzelnen Bäume entfernen kann. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier auf dieser Seite ist es, glaube ich, nicht ganz so hoch. Das heißt, hier können wir erstmal allgemein den Wald so ziehen. Auch schön hier nah dran. Hinter wird auch Wald. Da vorne natürlich nicht. So, wobei so Büsche fand ich eigentlich ganz cool. Können wir auch noch den einen oder anderen... Boah, ist schon fast too much, ne? Da müssen wir halt auch aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Gras später haben. Aber das sind alles so Feinarbeiten, die kann man auch später dann noch machen. Da müssen wir auch noch mal mit dem Bodentool bei, dass das alles so ein bisschen realistischer aussieht. Aber erstmal so grundsätzlich steht unser Heli-Landepad. Das wird dann... Jetzt ist wieder der Baum da. Oh nein, jetzt habe ich mein Dings kaputt gemacht. Mein Grasrand. Ah, passt schon. Können wir beim nächsten Mal sonst auch noch die Feinheiten machen. So, das wäre jetzt so das Heli-Landepad. Ich stelle mal die Jeeps nochmal richtig hin und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und so, Leute, sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich finde, es kommt schon recht gut an das Original ran. Die eine oder andere Sache kann man noch ändern. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Also die Feinheiten so ein bisschen anpassen. Gerade auch das Bodenterrain und sowas nochmal ein bisschen überarbeiten. Das sieht hier noch ein bisschen, ja, die Übergänge und so sind noch nicht so ganz so schön. Aber wie gesagt, es kommt alles in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werden wir auch die Schleuse bauen, das Schleusentor. Und vermutlich werden wir schon unsere ersten Dinosaurier freilassen. Ich hoffe, die heutige Folge von unserem neuen Parkbauprojekt Jurassic Park 1 Nachbau hat euch sehr gefallen. Falls ja, würde ich mich mega über ein Like freuen. Denkt an das Gewinnspiel unten in die Kommentare, Ausrufezeichen Jurassic Park. Dann könnt ihr das DLC oder einen Gutschein in dem gleichen Wert gewinnen. Also 20 Euro sind es in dem Fall. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.